gibt einen Artikel aus dem Jahre 2009, Tagesanzeiger, den wir schon oft zitiert haben, weil er sehr relevant ist. Überschrift: 27.000 PR-Berater polieren das Image der USA. Aber sie polieren nicht nur das Image der USA. Sie verkaufen uns in Deutschland auch eine Politik, die pro Amerika ist, aber Deutschland und unseren Handelspartnern schadet. Das können wir exemplarisch festmachen, wie bei uns Trump dargestellt wird. Trump bekommt eigentlich rund um die Uhr in unseren Medien auf die Mütze. Es sei denn, er greift ein Land an. Zuletzt zum Beispiel am 7.4. Raketen nach Syrien, da wird er von der Bild-Zeitung gelobt. Trump wird immer deswegen negativ dargestellt, weil man ihm zum Jagen tragen muss. Weil er zwar aufrüstet, aber keine Kriege führt. Das heißt, die Kriege, die er führen soll, das schreibt ja die Presse, das wünschte sich, das sind ja Kriege, die nicht in Amerika stattfinden, sondern in Eurasien, in Middle East, auch mit deutscher Beteiligung. Deutschland wird da verheizt und die, die angegriffen werden, sind unsere Handelspartner. Das kann nicht in deutschem Interesse sein. Wer also schreibt in Deutschland, in deutschen Medien, dass das gut für uns sei? Wer ist das? Bestimmt keine Deutschen. Was man in Deutschland alles pressetechnisch treiben kann, zeigt uns der Stern. Aktuelles Cover: Sein Kampf. Donald Trump mit Amerika-Flagge und Hitler-Pose. Ja? Wie gesagt, Donald Trump hat anders als sein Vorgänger noch keinen Krieg angezettelt. Er ist ins Fadenkreuz der Kritik geraten, weil er gesagt hat, aus 7 Ländern dürfen keine Moslems einreisen. Hat man sich empört. Diese 7 Länder wurden im Vorfeld von seinem Vorgänger, nämlich Barack Obama, bombardiert. Und da kein Wort in der Presse. Ein Mann, der 7 Länder angreift, behält den Friedensnobelpreis. Aber jemand, der sagt, aus diesen Ländern darf keiner einreisen, das ist ein suspekter Vogel. Ich finde es übrigens interessant, dass der Stern ausgerechnet hier diese Hitler-Pose wählt, weil er hat offensichtlich nicht einmal Ahnung von der eigenen Historie. Wir erinnern uns 1983 die Hitler-Tagebücher. Und das wurde ja auch verfilmt. Stonk, der Eishauch der Geschichte. Wenn ich denke, dass wir hier in Händen halten, was seine Hände berührten. Und wenn ich denke, dass ich hier und heute berühre, was er damals in seinen Händen hielt, dann weht einen hier schon sowas an, so ein Gefühl, so ein, ich will mal sagen, so ein Eishauch der Geschichte, muss ich sagen, was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich jedenfalls wollte die Frage stellen, lügen die Medien? Aber mir ist Jens Wernicke zuvor gekommen. Buchtipp. Lesen. Presse ist das Immunsystem der Demokratie, aber dieses Immunsystem kann nur funktionieren, wenn Presse Vielfalt kennt, Pluralismus. Haben wir noch Pressepluralismus in Deutschland? Der Philosoph Precht sieht das nicht. Wir haben keinen Meinungspluralismus in den öffentlichen Medien, den haben wir nicht. Wenn alle Fernsehsender, egal ob privat oder öffentlich-rechtlichen, über Nacht statt von Mubarak als dem Präsidenten von Ägypten zu sprechen, einen Tag später als Machthaber sprechen, von Assad genauso. Wenn aus der Regierung in Syrien in einer Nacht ein Regime wird, auf allen Kanälen, dann können Sie mir nicht erzählen, das ist sozusagen Pluralität und Meinungsvielfalt und was weiß ich was. Weil Medien dadurch produzieren, dass man voneinander abschreibt, dass man in der richtigen Welle mitmacht und so weiter. Ja? Wir reden viel über Fake News, aber was ist mit den Halbfake News? Die Halbfake News entstehen durch die Selektion von Bildern. Ja? Erinnern Sie sich an die ganzen Bilder, Sie haben massenhaft gesehen Aleppo, das zerstörte Aleppo. Sie sehen immer dieselbe Straße. Es gibt nur dieses eine Bild. Die Russen haben das nicht so gerne, wenn da westliche Kamerateams rumlaufen und beim Bombardieren zugucken. Sie haben also sozusagen immer nur dasselbe Bild. Sie haben völlig unterschiedliche Sachen. Ostteil der Stadt, Westteil der Stadt, Rebellen hier abgezogen, aber sie kriegen immer wieder dieselben Bilder. Im Augenblick passiert dasselbe in Mosul. Kriegen sie keine Bilder. Haben sie keine. So, was ist das? Sind das Fake News? Also es ist eine Selektion von Bildern, abhängig davon, über welche Bilder sie überhaupt verfügen. Und wenn sie die nicht senden, senden die alle anderen. Und auf diese Art und Weise entsteht das, was wir heute Öffentlichkeit nennen. Und das ist etwas, was die Leute heute besser begreifen als früher. Also in einer Zeit, in der vorne Wilhelm Wieben war, ja, oder Karl-Heinz Köpke und hinten waren die, ja, stellten die Leute sich die Frage nicht. Übrigens auch aus einem Grund. Alle Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen sind heute bewusst Kommentare. Wieso sollten Nachrichten kein Kommentar sein? Nun, wenn man diesen Beruf Journalismus lernt, das habe ich ja, da lernt man eben, dass es ein Verbot gibt. Man darf Nachrichten nie mit Kommentar vermischen. Eine Nachricht ist die Meldung von etwas und ein Kommentar ist die Bewertung dieser Meldung. Nach dem Motto,
Also eine Bombe ist irgendwo eingeschlagen, das ist die reine Meldung. Und dann der Kommentar heißt, wer dafür verantwortlich ist, wie man das zu werten hat. Das muss getrennt laufen. Und das läuft auch normalerweise so in ARD und ZDF, der gute britische Journalismus, dass man eben weiß, Kommentar, das ist jetzt Meinung. Eine Vorgabe, ja? Und deswegen gekennzeichnet, damit jeder weiß, oh, da sollst du in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Viele Menschen haben das längst erkannt, wie das im Fernsehen läuft und sind ins Netz ausgewichen und treffen dort eben unterschiedlichste Portale, unterschiedliche Meinungen und bilden sich anhand dieser vielen Informationen ihr eigenes Bild. Und es gibt Sender und Magazine wie zum Beispiel Zapp vom NDR, die wollen das eben nicht. Die wollen, dass man ihre Meinung übernimmt, also ihren Kommentar. Und deswegen hat Zapp jetzt speziell für das Netz einen Filter entwickelt und da gibt es eben zwei Spalten. Die klassischen Medien, zählt übrigens bei Zapp auch die Bildzeitung dazu, und dann diese alternativen Medien, die so ein bisschen bäh sind. Bäh sind zum Beispiel die Nachdenkseiten und KenFM, und damit die Menschen das auch verstehen und übernehmen, werden sie zusammengepackt mit wirklich echten rechtsradikalen Medien nach dem Motto, also da darfst du ja gar nicht rangehen, die sind alle ganz, ganz komisch. Zapp ist uns in diesem Zusammenhang schon häufiger aufgefallen und ich muss jetzt mal direkt die Frage stellen an die Redaktion. Ich werfe euch ja nicht vor, dass ihr das macht, aber muss es wirklich so plump sein? Muss es wirklich so plump sein? Das ist wirklich schlecht gemacht, also rein von der Verpackung. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch verweisen, nämlich ein Fernsehjahrbuch, was jedes Jahr von Lutz Hachmeister erscheint. Es wurde in dem Kress News besprochen, auch dieses Jahr erscheint es. Er beschreibt die ARD und ihre Politik mit den Worten, keine Strategie, verzweifelt, ja, denn die Öffentlich-Rechtlichen schaffen den Sprung nicht ins Internet. Und KenFM ist ja ein Medium, was im Internet oder in der Presse, was ja im Internet kommuniziert wird. Und er schreibt in diesem Buch auch über KenFM. Nämlich, KenFM ist sowohl inhaltlich wie ästhetisch absolut professionell gemacht und unterscheidet sich so gut wie von gar nichts von vergleichbaren Sendungen im linearen TV. Er schreibt weiter, ein solches Programm über das Netz ist, dass es ein beachtliches Publikum erreicht, ist der neue Effekt der politischen Kommunikation, die in den USA längst verbreitet ist. Gewöhnt euch daran, Kollegen beim NDR und bei Zapp. Das ist Demokratie. Wir leben ja in einer Mediengesellschaft und die lebt vor allem von Pluralität. Jetzt könnte man sagen, also der Herr Jepsen in seinem Medienmagazin, also der übertreibt doch. Wir haben doch hier Pluralismus bei den Medien, wir haben unglaublich viele Zeitungen, viele Fernsehsender, sehr, sehr viele Radiosender und im Netz kann jeder schreiben, was er möchte. Das interessiert doch den Staat nicht. Aber stimmt das? Es gibt ein sogenanntes Auskunftsersuchen von deutschen Behörden bei Google und die sind da ziemlich aktiv, muss man sagen. Die rufen da an bei Google und sagen, das und das und das, was da veröffentlicht wurde, da hätten wir erstmal gewusst, wer hat das veröffentlicht und by the way, löscht das Ganze. Da ist Deutschland ganz weit vorn. Die BRD-Gerichte verfolgen und ahnden zunehmend Meinungen der Bürger im Netz. Und hier geht es nicht um Hate Speech. Hier seht ihr alle 108 Länder im direkten Vergleich. Die Tabelle zeigt die Anzahl der gerichtlichen Auskunftsersuche bezüglich der Nutzerdaten bei Google. Unsere freiheitliche Demokratie findet ihr auf dem zweiten Platz. Nur stimmt das denn? Um einen besseren Vergleich zu bekommen, habe ich sämtliche Daten in Excel eingegeben. Stadt- und Inselstaaten sowie Länder unter 10 Auskunftsersuche habe ich ignoriert. Anhand der absoluten Zahlen pro Land ist ein direkter Vergleich allerdings nicht möglich. Also berechnen wir die Anzahl der Auskunftsersuche pro 100.000 Einwohner. Und schwupps! Wir sehen, Deutschland steht mit großem Abstand auf Platz 1. Pro 100.000 Einwohner werden 23 Auskunftsersuche bei Google gestellt. Der ehemalige Platz 1, die USA, landen jetzt mit nur 8,66 Auskunftsersuche auf Platz 6. Hui, da fällt mir gerade ein, wo sind denn die bösen Zensurrussen, die ja bekanntlich jede freie Meinung unterdrücken? Ah, da unten. Ja, da erübrigt sich doch jeder Kommentar. Na, wenn ich bei Google die Dinge, die ich da veröffentliche, dann doch nicht veröffentlichen kann, weil die Behörde eingreift, dann gucke ich eben weiter Fernsehen. Öffentlich-rechtlich. Das kostet ja nur 17,50 Euro im Monat. Das ist falsch. Denn die möchten jetzt mehr Geld. Eine Meldung aus dem 19.8. Die Welt, ARD und ZDF hätten ganz gerne 21 Euro. Und ich schätze, das kommt. Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt uns eine staatlich zertifizierte Faustregel für die Unterscheidung Propaganda und Nachrichten. Wenn Sie das mitnehmen bei der täglichen Lektüre, haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Charakteristisch für Propaganda ist, dass die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht dargelegt und Meinung und Information vermischt werden. Nach diesem staatlich zertifizierten Kriterium sind 90% unserer Leitmedien Propaganda, sagt die Bundeszentrale für politische Bildung.
Und wir haben Mentalvergiftungen, die auf den kognitiven Bereich zielen. Dazu gehört das riesige Spektrum Orwellscher Falschwörter, mit denen Politik und Medien versuchen, über die Sprache unser Denken in den Griff zu kriegen. Dabei nutzen sie eine Eigenschaft aus, dass wir von Natur aus zu einem gewissen Wortaberglauben neigen. Wir meinen, wenn ein Wort da ist, dann gibt es auch einen Sachverhalt, der ihm korrespondiert. Das führt dazu, dass wir bereit sind, wenn wir irgendwelche Wörter treffen, beim Zeitung lesen oder sonst was, wir nehmen eigentlich naiv die Wörter, auf die wir treffen, und nutzen sie, um unsere Gedanken mit diesen Wörtern zu organisieren. In dem Moment, wo Sie aber ein Wort benutzen, kaufen Sie ein riesiges Gepäck, was in dem Wort schon bereits drinsteckt, nämlich den ganzen ideologischen Ballast, den ein Wort mit sich trägt. Und Sie kriegen es nicht mit. Es ist eine enorm schwierige Aufgabe. In der Zeit der Aufklärung hat man da versucht, ganz viel Blick drauf zu richten, was diese Art von Ideologiekritik eigentlich heißt. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, unseren Wortaberglauben zu überwinden und immer, wenn wir ein Wort treffen, es wie ein Paket zu betrachten, ein Päckchen, und sagen, jedes Wort ist ein Päckchen historischer Vorannahmen, ideologischer Prämissen, ideologischen Gehalt. Wenn Sie auf ein Wort treffen, müssen Sie es liebevoll und sorgfältig erstmal aufschnüren, bevor Sie es verwenden. In dem Moment, wo Sie es verwenden, sind Sie verloren. Sie müssen es erstmal aufschnüren und reingucken, was ist denn alles in dem Wort drin? Das macht all diese Falschwörter so erfolgreich. In dem Moment, wo man sie hat, organisieren sie unser Denken. Eine andere Klasse sind sogenannte, nenne ich mal so, Denunziationsbegriffe. Die haben noch eine ganz andere Funktion. Besonders beliebt sind Querfront und Verschwörungstheorie. Was macht man mit diesen Begriffen? Nun, diese Begriffe haben eine ganz perfide Logik. Sie haben eine Verklammerungslogik. Man verklammert zwei Dinge, Kritik, die sich auf die Zentren der Macht richtet, verklammert man mit Themen, die geächtet sind, die als pathologisch gelten, die als extrem anrüchig gelten. Man verklammert zwei Dinge, um dann damit einen bestimmten Themenbereich zu einer No-Go-Area zu erklären. Man erklärt bestimmte Themen zu einem gedanklichen Sperrgebiet, weil man, und das sind natürlich alle Themen, die auf die Zentren der Macht zielen, werden dadurch blockiert, dass man bestimmte Themen mit anrüchigen Themen verklammert. Diese Begriffe wirken sozusagen wie eine Giftinfusion und sagen, dieses Thema, mit diesem Thema kann man sich nicht mehr beschäftigen, wegen dieser Verklammerung. Und wer sich damit beschäftigt, kann dies nur unter dem Preis medialer Ächtung machen. Das ist ein ganz toller Trick, Themen, die die Eliten als gefährlich ansehen, durch eine Verklammerungstechnik sozusagen zu immunisieren.